ja schon wieder schmecken. Klar, vorne in den Nachrichten wurde es ja gesagt, die Belgier sind ein Volk, das gerne nascht. Hm. Also ich muss sagen, ich bin zwar kein Belgier, aber ich nasche auch mal ganz gern. Hm. Nachdem werde ich aber Fettmann. Oh lala, also Tommy lässt es sich schmecken. Aber übrigens, mal abgesehen von diesen netten Süßigkeiten, Tommy, weißt du eigentlich, was Pü ist? Nee. Pü. Pü ist ein Parfum für Männer, die eigentlich keine sein wollen. Mhm. Und kreiert hat diesen verrückten Duft Boeuf Stroganoff. Der oder die hatte übrigens auch am letzten Wochenende die erste Modeausstellung für Tunten in der Galerie Lulu Lazar. Ist man denn deswegen gleich ein Star? Weiß nicht. Wenn nicht, dann macht man sich es eben selbst. Bitte? So jedenfalls das Motto der Dame. Oder der Na Herr. Dann, Hosen runter. Aber Tommy. Muss Narzissmus nur egoistisch sein? Weil wir haben kaum die Möglichkeit, irgendwie uns bunt anzuziehen in der Öffentlichkeit. Und wenn ich dann mir einen Laufstich zaubere und eine Veranstaltung zaubere, wo ich die Hauptperson bin und mich endlich so kleiden kann, wie ich will, und die Leute das auch noch ganz toll finden, ist das doch für mich eine Selbstverwirklichung, weil ich kann endlich so sein, wie ich immer gerne sein möchte. Ist der Starkult Leidenszeichen unserer Zeit? Steht ein verrücktes Outfit nur für Frust und Belanglosigkeit? Sag mal, wer ist für dich ein Star? John Crawford. Und warum? Charisma. Es gibt nur einen Star, Madonna. Und warum? Weil sie es geschafft hat, aus der Gosse ein Superstar zu werden. Das finde ich bewundernswert. Also das wechselt ja immer. Einmal war es AIDS in den letzten Jahren. Das war, wenn man so will, ein großer Star, aber recht negativ besetzt. Und jetzt ist es der Golfkrieg, würde ich sagen. Der wird sehr glamourös über alle Medien verbreitet. Also ich versuche eigentlich auf mich selber irgendwie zu gucken und selber mein eigenes Idol zu sein. Und wer ist für dich ein Star? Der Papst. Weil er ziemlich viel Unwesentliches redet und ziemlich bekannt ist. Ich habe eigentlich keine mehr. Es gibt nur einzelne Bereiche von Leuten, wo ich sage, das ist ein Idol für mich, aber dann nie eine ganze Person, sondern immer nur bestimmte Teile der Person. Für mich kann eine Putzfrau ein Star sein, wenn sie mir irgendwo durch auffällt, weil sie ihren Job besonders gut macht. Menschen, die ich kenne, also so, die kreativ aktiv sind. Und wer nicht zum Star gemacht wird, der macht es sich eben selbst. So wie die Theologiestudentin, Künstlerin und Modemacherin Boeuf Stroganoff. Warum musst du eigentlich unbedingt Star sein? Ja, ich bin zum Star geboren. Als Kind sagte man mir schon, ich werde sicher Schauspielerin. Und ich habe einen pädagogischen Faden. Ich habe das Gefühl, ich muss den Leuten was beibringen. Also muss ich einen Vorbildcharakter formen. Also habe ich mich zum Star gemacht. Worunter leidest du denn eigentlich am allermeisten? Ah. Ich leide so sehr darunter, dass ich keinen festen Freund habe. Aber am meisten leide ich eigentlich darunter, dass es halt so schwierig ist, als Schwuler in der Gesellschaft öffentlich zu sein oder als Tunte auf die Straße zu gehen. Und ich denke, solange das schwierig ist und solange Leute richtig Aggressionen hegen, vorgestern musste ich mich an der Straße anspucken lassen, also das passiert einem ja nur nicht jeden Tag, obwohl ich ganz zivil angezogen war. Und das gibt mir die Kraft, einfach weitermachen zu müssen. Also ich muss immer auf die Bühne und ich muss ganz berühmt werden, um allen Leuten
am Fernsehen sagen zu müssen, das könnt ihr nicht mit uns machen. Ich will genauso leben wie ihr auch und ich will Spaß haben und ich will mich verwirklichen und ich will mit einem rosa Tütü ins KDW gehen. Diese Dinge sind der Modetunte, dem Lederkerl, auch wichtig. Der kleine Prinz würde sagen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Und wie war ich? Na, ich würde sagen, er war einfach mal großartig und von uns aus kann er mit seinem rosa Tütü hingehen, wo er will. Ganz klare Sache, ne? Jetzt gibt's die